Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem Bro Power Game. Das bedeutet, mein Bruder Robot ist mit am Start. Was geht ab? Yeah, Buddy! Herzlich willkommen, ihr Lieben! Mike als Cho'Gath, ich als Garen. Normalerweise spielen wir ja immer irgendeinen Bro-Power-Fun-Modus, denken uns irgendwas aus oder vergleichen Items. Aber heute hatte Mike eigentlich diese mega geniale Idee gesagt, komm, lass uns doch einfach mal spielen, worauf wir Bock haben, beziehungsweise lass uns mal ein bisschen die Champions vom 7.14-Patch testen, die verbessert wurden. Ja, es wurde einiges verändert. Ich glaube, hin und her gebufft. Cho'Gath hat auf jeden Fall seine neue E, deswegen spiele ich ihn. Garen wurde auch gebufft. Dann ja. Singed wurde gebufft. Ich glaube, Diana wurde auch gebufft. Kann das sein? Ein paar Leute wurden genervt. So, welcher wurde genervt? Ivern Thresh wurde Ivern genervt oder gebufft? Alle Leute, die eigentlich sonst mal richtig stark waren, wurden auf jeden Fall genervt. Es wurde halt hin und her gepatcht und wir dachten uns auf jeden Fall, dass wir jetzt die leicht veränderten einfach mal testen und gucken. Wie gut die jetzt also sind. Ganz, ganz gemütlich. Ihr gebt den Daumen nach oben, schaut in die Beschreibung, schaut zum jeweils anderen, gebt auch da den Daumen nach oben und dann ist euer Sold erfüllt, wenn ihr da Lust drauf habt. Genau, was ich noch sagen wollte, hier, Fiora wurde stark genervt und finde ich eigentlich insofern spannend, weil Fiora absolut Tier 1 Toplaner. Vielleicht gibt es dann wieder ein bisschen Veränderung in der Toplane. Wobei, warte mal, Renekton wurde auch was verändert. Was, bei Renekton auch? Das wusste ich gar nicht. Ah, da wurde auch was verändert. Ah, lass mich nur jetzt sagen, was. Es ist gerade jetzt schon für mich eine Umstellung, weil ich habe gerade die Raids so gekitet, als wenn ich die ganze Zeit die Autodecks habe. Achso, dabei hättest du einfach nur dreimal draufballern, ne? In was für einer Zeit kannst du diese drei Autodecks machen? Immer? Weiß ich nicht. Nee, ich muss so noch innerhalb von jetzt 5 Sekunden zum Beispiel, also wie lange du sozusagen kiten kannst, weißt du? Ja, also hier läuft so ein Buffer. Der sah mir so nach 7 Sekunden aus. Also genau steht Darius es hier hat einen nicht. Fehler gemacht. Genau bei steht Darius es hier ja nicht, aber so auf jeden Fall hast du ein bisschen Zeit. Ja, also bei Darius ist ja immer der Fehler, wenn, also beziehungsweise wenn sein Darius nicht schafft, sich zu heilen mit seiner Q, dann erstmal fehlt ihm Damage und die Heilung. Und Garen gegen Darius finde ich sowieso ein. Das ist ein tolles Duell. Ich muss sagen, Cho'Gath kommt besser durch den Jungle. Das sind zwei ähnliche Champions. So, und hier habe ich jetzt Damage Reduction. Wie viel? Was? Warte mal. Ja, mit Top, kann ich da kommen? Im Grunde schon. Ich könnte ihn silencen. Das ist ja interessant. Ich dachte, das würde hochskalieren mit dem. Aber tatsächlich, die W, sogar wenn ich sie jetzt einsetze, bin ich für 0,75 Sekunden. Soll ich mal versuchen, meine Q zu hitten? Wenn es geht, ja, dann flash ich hinterher. Alter, nein, okay, sorry. Was? Da flash ich nicht rein, Alter. Jetzt geiß ich erstmal. Ich hab ja noch einen Auto-Attack. Fuck. Oh, er hat mich. Bumm. Lol, wieso bin ich in seine komm, Richtung? Komm, ich geh rein. Nein, hör auf. Ey, wieso bin ich in seine Richtung gerade gelaufen? Als ob er mich Lol. Lol, er kann uns haben. Komm, komm. Er kann uns haben, Mike, hör auf. Lili. Yo, schön. Warte, geh mal rein. Yo, we got it. Go. Ja, passt. Oh, shit. Fuck. Ich hab Damage. Komm, spring. Spring mich an, Bro. Scheiße. Das ist ja geil. Kann ich. Komm, soll er nochmal. Triff die Q. Komm, einen Tower-Schuss nehme ich mir sogar. Ah, Hilfe. Alter, was ist? Komm, noch ein. Hilfe. Warum nimmst du noch einen? Hä? Und? What the fuck? Scheiße. Ja, komm. Yes. Oh mein Gott. Ey, ich hätte wenigstens Support erwartet. Komm, dann nehme ich. Dann nehme ich alles mit, ey. Er hat doch eindeutig gesehen, dass ich ihn gebaitet habe, ey. So, ein Kill für mich, ein Kill für Mike, alles gut und der Darius. Weißt du, was ich richtig krass finde an alle jetzt hier, diese Stacheln? Ganz kurz für die, die nicht wissen, was ich getan hat. Und zwar kann Cho'Gath seine Stacheln jetzt nicht dauerhaft schießen, sondern er aktiviert das einmal und die nächsten drei Auto-Attacks machen enorme viel Schaden dazu. Und das Wichtigste, was ich vorher gar nicht so wusste, ist, dass diese Auto-Attacks auch noch verlangsamen. Das finde ich. Stimmt das auch noch? Das ist so krass, weil du gehst ran, machst einen Auto-Attack und der Slow geht später bis, glaube ich, 60 oder 50% hoch. Und das AOE, wenn, also falls du mehrere triffst mit den Spikes, dann triffst du auch relativ sicher deine Q. Also auf jeden Fall einen Buff. Er kommt besser durch den Jungle, er macht prozentualen Schaden. Ich glaube, wir werden Cho'Gath sehen.
Was mich interessiert, vielleicht kriegst du das hin, wenn du jetzt viele Stacks in diesem Gameplay aufbaust, dir eine Titanic Hydra zu holen. Ach, auf Stacks achte ich gar nicht gerade. Weil mit sehr vielen Leben hättest du natürlich auch sehr viel Schaden und dann eventuell mit diesem Adaptive Helm. Nee, wie heißt dieser Helm? Alter! Ist geil? Die Autotags machen so viel Schaden. Ich skille jetzt gerade meine E auch hoch. Oh, übrigens, Leute, die. Ah, shit, er hat geflasht. Die, wobei ist auch okay. Darius noch Flash. Aber die E von Garen, die hat jetzt auch eine bessere Skalierung. Also Garen wurde auch schön gebufft, ey. Der Lee, so, theoretisch Alter. Müsste ich ihn jetzt haben, wenn er jetzt noch einmal rankommt. Mit der Ulti, wie viel? 28% der gegnerischen. Schade, der Thresh Hook. Dose. Maximalen Leben, ne? Ja, nee, Missing Health, okay. Das ist so geil. Okay, bin ich dran. Mal gucken. Gucken wir mal. Und! Nein, it's not enough. Ein Auto-Attack hätte es mehr gewesen sein müssen. Das steht hier gar nicht. Du meintest irgendwie, pro Stacks machst du mehr Schaden? Ja, du hast auf deine Auto-Attacks 0,5... Ach, da! Ja. 0,5 mehr pro Stack, ne? Okay. Na, schnabulierst du den? Gespannt. Kannst du? Ach so! Okay. Let's go. Ich wieder gar nicht dringend, oder? Immer schön wegschnabulieren, die Dinge. Na gut, bist du 6-mal, ne? Ich finde das doch so genial, dass du diese Stacks einfach nicht mehr verlieren kannst. Ja. Und wenn du jetzt mal ein, zweimal erfolgreich gangst, dann... Manchmal ist es so, also ich hatte das in ein paar Gameplays, dass ich schon viele Stacks hatte und dann gucke ich so, oh, ich könnte ja noch aus dem Jungle 2 holen. Dann der Vladimir, den hole ich mir. Oh ja. Hat der Jin sein Recall abgebrochen? Bin ich alone? Okay, die Auto-Attacks. LOL, auch schönes easy. Timing. Schönes. Erst geslowt, dann gesilenced, der war chancenlos. Okay. Ach, verdammt, bin ich tot? Ich glaube, doch. Trank geht rein. Hilft er mir? Oh mein Gott! Michael! Scheiße, der Lee verfolgt mich noch. Ich komme. Das ist diese OP-Trank-Take-Methode. Junge, der Trank hat mich ganz langsam gegen den Schaden von Darius, von seinen Blutungen gegengeheilt. Ich glaube, by the way, dass Cho'Gath Full Tank viable sein wird. Ich mag ihn ja immer auf Full AP. Aber irgendwie glaube ich, dass die Pros, wenn sie ihn doch tatsächlich rausholen, dann dass sie auf Tank gehen. Du hast auf jeden Fall sowieso mehr Schaden, umso mehr Stacks du hast. Das ist auch so, als ob Cho'Gath gar keine Leben bräuchte, sondern einfach nur diese normalen Death-Werte. Also so, dass du von der Rüstung, von der Magieresistenz nicht zu killen bist und der Rest ergibt sich durch die Stacks. Und Schaden kriegst du auch dadurch, ne? So ein Sisi-Rock-Portal. Hast du keine Knospe hier? Ich hab eigentlich gerade vor, den Darius zu killen. Hast du Bock? Natürlich. Er läuft jetzt bestimmt weg, ne? Ich lauf direkt drauf los. Haben wir schon. Bumm. Kannst du ihn fressen? Nee, okay. Ich hab kein Fressen ab. Ich mach jetzt das, was du gesagt hast. Ich fresse mich erst mal im Jungle voll. Ist aber gut. Hast ja auch gleichzeitig mehr Schaden mit deinen Auto-Attacks. Das finde ich ganz böse, ey. Hey, Cho'Gath, ich bin überrascht, wie gut er durch den Jungle kommt. Weil früher musste man auf Cho'Gath Jungle, wenn man ihn mal im Jungle spielen wollte, zusätzlich Attack-Speed-Ruhen mit reinnehmen. Weil du halt dann auf diese konstanten Dornen angewiesen bist. Jetzt kannst du ganz normal AP versus AD ruhen, so wie bei Elise zum Beispiel reintun. Du hast immer noch ungefähr denselben Schaden. Und dafür mehr AP für die anderen Fähigkeiten. Ich muss auch sagen, Cho'Gath, ob du dich daran erinnerst, das war noch eine Zeit, wo ich zugeguckt habe bei dir. What und denn? Da musstest du im Ranked gegen einen Darius ran. Und dann dachtest du, wie mache ich das? Und dann hast du gesagt, Cho'Gath ist doch irgendwie der bessere Darius, weil dieser True Damage kommt sofort. Und so, dann hast du ihn auch rasiert. Das war so ein einschneidender Moment in meinem League of Legends Life. Mike spielt Cho'Gath gegen... Yo! Okay, jetzt willst der Lee noch mal wissen. Sogar eingefressen. Ich glaub, den würde ich kalt rasieren, Alter. Ah, genau. Oh, sorry, Lee. Hilfe! LOL! Und er hat sogar Tower-Schüsse gefressen! Hast du ihn? Damage Reduction, okay. Damage Reduction! Wenn Darius keine Ulti hat, bin ich... Er hat sie, verdammt! Ich dachte, der sittet dich jetzt hier.
Wie bitte? Ja, der Sid, ja, er will gegen das Bro Power Duell spielen hier. Ja, Top feedet no gangs anymore. 2-2, Junge, komm klar. Ja, gut. Kann ich nichts gegen sagen. Gut, ich brauche ein bisschen Geht er hier Cooldown noch? Reduction. Dann läuft der Hase. Hallo, Ich hab noch Darius. gar nichts ab. Ich bin Level 9. Der Schaden ist richtig krass. Jetzt sind es 5,5% gerade wegen den Stacks. Da ist noch so viel Damage. Ich Ich meine, will drei wissen. Auto-Attacks. Ich gebe mir mein Fressen auf, damit ich gleich mal wen killen kann. Vor allem der Cooldown ist ganz angenehm, ne? Ich hab's jetzt hochgeskillt, 4 Sekunden. Das heißt, wenn du die Auto-Attacks durch hast, hast du Genau. quasi schon wieder die Fähigkeit. Ja, ganz genau, das ist krass. Hier ist der Lee. Ich der. Ah, ich dachte, es wäre obvious, aber es war nicht obvious. Ich hätte hier über den Drake wegflashen müssen. Hallo Darius. Gucken wir mal auf der Top. Ah, noch eine Q und dann Ulti der. Ich habe die Ulti erst in 20 Sekunden. Versuch mal eine Tanky-Variation. Defense Plate vielleicht? Das ist gut. Und Darius, Red Buff. ist er tot? Ah, der Ulti. Okay, er hat geflasht. Da ist noch Flash. Ist auch in Ordnung. Bestimmt kommt gleich der Lee wieder Irgendwie vorbei. laufen alle unsere C-Games auf den anderen Lanes immer gleich. Und jetzt holt ihr der. Und jetzt. Ja, ich helfe dir G, doch gerne mit G, dem I Kurs. love this skin, by the way. Der schönste Garen-Skin. Aber bald kommt der neue Urgott und da ist dieser Crap-Gott. Urgott ist einfach oh, so geil. So geil. Ja, du hast recht. Jetzt mit der neuen E ist es umso wichtiger, eigentlich so schnell wie möglich seine 6 Stacks zu bekommen. Also ist schon vernünftig, das im Jungle auch zu Ja, was ist benutzen. jetzt cool, ey? Du hast gegankt, hast da einen Stack. Drei, das heißt nochmal drei. Das heißt, ich finde das krass, ey. Du kommst schon easy auf 7 Stacks. Wirklich easy. Also, da musst du jetzt nicht extra nochmal einen Champion fressen und nebenbei wirst du es eh schaffen. Das heißt, deine 8. Alter, die Auto-Attacks. 500 Schaden an dem Gromp macht ein Auto-Attack. Ich guck mir das jetzt an. Ja, die Krabbe ist immer sehr robust, ne? Dafür finde ich, schmilzt die aber ziemlich schnell dahin. Also das ist wirklich so. Jeder Jungler wird es wissen. Manche Krabben sind einfach übel robust. Kommen Sie vorbei, Monsieur, oder? Das war ein deutliches Nein! Ah, dieser erhöhte Lorraine. Bam! Ordentlich, ey. Dieses Jetzt könnte kleine ich bisschen top mehr, ich glaube kommen. Oh, aber ich 2%. habe in 10 Sekunden Ulti, dann können wir ihn diven. Ja, ich habe in 15. 8, 7. Hier ist der Lee. Will er mich? Der macht das Pussy, gar nicht auf mal den so Lee? schlecht. Auf den Lee? Okay. Hab ihn nicht getroffen. Hab ich gesehen. Na komm, Lee. Er beherrscht seinen, wie heißt du, dieser Ward Kick Nein. da. Okay, wenn wir jetzt nochmal. Ach, scheiß drauf, dann auf den Jungen hier. Nice, Du den Lee haben tankst wir auch auch noch, noch. komm. Attacke. Diese beiden Die Ultis. Ultis. Lol, der Finisher, da kommt er. Das sind aber auch zwei gute Ultis, ey. Die eine True Damage, hat meine jetzt an ihm. Wer war überhaupt der Villain? Ich glaube Azir, ne? Sugar Damage. Ach ja, das war schon mal Und spaßig, es ist dass auch es so Stacken krank, macht. dass du jetzt, du sammelst, also im Late Game Ultra Beast. Du sammelst mit den Stacks Damage auf der W, Damage auf der Ulti und Leben. Und das auch nicht zu wenig. Wie man sammelt Damage auf der Ulti mit Stacks. Ja, die Ulti hat auch eine Skalierung mit Stacks. Was seit wann das? Also mit zusätzlichen Leben. Und die kriegst du ja durch die Stacks auf. So, also haben die da schon versucht, auf Tank Joker sozusagen zu gehen? Ist das neu oder? Also seit dem Rework, dass er seine Stacks nicht mehr verliert. Also eigentlich schon Okay. relativ neu, ja. Das heißt, mein AP Cho'Gath muss sich verabschieden. Jetzt heißt es Tank Cho'Gath everywhere.
Krass, meine Ulti jetzt auch nur noch 71 Sekunden Abklingzeit. Läuft so. Ich hab schon wieder Ulti, ich komme top. Darius fehlt. Er hat gerade gewardet. Oder die holen sich den Rifty. Ne, da ist er. So einfach rein. Ich habe sogar einen Red Buff, ey. Ja, ziemlich. Genau, ziemlich. Jetzt erstmal slowen, silencen, tun. Ja, friss ihn einfach. Friss ihn. Ich bin mir nicht mal sicher, ob nicht. So easy. Deine Range das steigt doch auch, oder? Umso größer du bist, glaube ich. Genau. Es ist alles so optimal zu. Umso weiter fliegen die Spikes und umso sicherer hast du diesen AOE-Slow. Das ist ziemlich effektiv alles. Das ist wirklich gut durchdacht. Alles passt zusammen. Und es steht trotzdem 13 zu 11. Müssen wir wohl regeln. Ah, okay. Ich merke gerade, der Cooldown von den Auto-Attacks, der fängt erst an zu laufen, wenn die Auto-Attacks verbraucht sind. Mhm. Also kann man die quasi nicht die ganze Zeit spammen. Was auch, glaube ich, in Ordnung ist. Auf jeden Fall. Sonst wäre es genau derselbe Joker wie damals, wo es alle seine Auto-Attacks steigt. Aber es gibt irgendwelche Champions, da haben sie es auch immer hin und her genervt oder gebufft. Also, bei welchem war das denn so? Wo du am Anfang schon die Auto-Attacks hattest, die drei verstärkten oder sowas? Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß gerade nicht. Ich glaube, bei Camille war das zum Beispiel so, dass sie nach ihrem, wenn sie die Q aktiviert hat, dann ging der Cooldown sofort und jetzt ist es erst nach dem zweiten Q oder so. Okay. Wer ist denn überhaupt mein Villain, ey? Wieso? Achso, Jin. Den könnte ich eigentlich. Ah, die Lebensskalierung auf der Ulzen gar nicht so bad. Und ich baue jetzt Liandris. Bringt Leben, AP, nochmal zusätzlich prozentualen Schaden. Irgendwie cool voll. Ja, wieso nicht, ne? Na, wer will sterben? Ja, wenn wir den irgendwie kriegen, dann. Oh, das ging aber schnell. Alter, jetzt ist. Okay, Vlad hier. Okay, komm, der ist hier. Ah, scheiße. Der hat mich. Oh, der hat mich. Alter, wie dreckig! Damage Reduction! Wow, wie dreckig und schön gemacht. Na, noch geht's hier. Ja, der Lee hat mich perfekt weggekickt. Oh. Der Slow! Ja! Die Auto-Attacks! Es waren einfach nur drei Auto-Attacks. Oh ja, hat er getroffen. Und babum. Jawoll, die Lantern ist auch noch da. What the fuck? Bisschen das zu Ding stark, ist oder? Cho'Gaths größter Nachteil, war das, was alle gesagt haben, dass er clunky ist, wenn seine Fähigkeiten nicht treffen. Aber du musst keine Fähigkeit mehr treffen. Du läufst drauf, machst Auto-Attacks. Gefällt mir. Base-Attack-Speed scheint auch zu gehen. Du hast ja ein Video gemacht, wo du die 10... deine 10 besten Solo-Q-Champions vorgestellt hast, ne? Genau, die 10 solidesten. Einer hat mir gefehlt und den habe ich eigentlich auf Platz 1 erwartet. Oh. So, gerade von dir. Was war mit, was mit Six? Ah, habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Six war doch immer so ein All-Time-Safe-Champion, der burstet und der Range hat und kann man immer mitnehmen, sozusagen. Ach, mich verfolgt hier einer. Man muss halt, na komm. Einerseits die Skillshots treffen. Alter! Und das macht. Ja, mach erstmal deinen Fight. Alter, die machen. Die machen sehr viel richtig, ey. Du kannst doch laufen. Oh, er läuft! Und Dodge. Und jetzt Dancing Shoes. Schade. Dancing Shoes. Na, konnte ich nicht gegen Wladimir Skew. Also, ja, bei Six ist halt so, sobald du die Skillshots nicht triffst, kommen nicht viel rum und das macht ihn ein bisschen unsolider. Außerdem. Ah, geht Richtung Poke-Variante. Poke. Hat irgendwie mehr Schwächen als so ein Kontrollmage. Na gut. Also, ich selbst kann mit Six auf jeden Fall carryen. Also, es ist auf jeden Fall ein guter Einwand, muss ich nicht anders sagen. Ja, war ja auch so ein. Das war ja auch ein komplett persönliches Video, ne? Wie viele Stacks hast du? Ey, ich gehe auf Tankiness gerade. Ja, und jetzt kommt genau das, was ich meine, Mike. Du kannst ja noch chillig drei Monster fressen. Dann bist du schon bei 10 Stacks. Du stalkst meinen Charakter, ich sehe das. Dann hast du 10 Stacks, Mike, und darunter ist noch kein episches Monster. Du kannst ja noch einen Drake machen, einen Baron machen. Also eigentlich bist du schon safe bei 12 Stacks. Sehen nicht epische Monster auch? Nein. Bist du ganz sicher? Ja, du hast doch extra Drake. Du siehst doch diese Leiste bei dir. Ja, aber man kann, glaube ich, nur 6
von einem zusammen und dann noch das, was an Champions dazu kommt. Oh, okay. Das, okay. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass es nicht so ist, aber das müssten wir mal schauen, wenn du dann Hier zehn. steht, only 6 stacks can be gained from minions and non-epic monsters. Okay, das heißt Epic Monsters, vielleicht hast du recht. Ja, dann habe ich recht, ja. Dann muss Ja, ich schnell dann. zum Drachen, Mann. Ey, das ist total heftig. Dieser Champion kann überall schon so for free richtig geile Stats gewinnen. Ein Auto-Attack macht fast schon 10% Max-Elf. Na, kriege ich den Tower? Na, nicht ganz. Das ist so krass, du musst nur einen Auto-Attack treffen, das ist schon wie so eine gute Fähigkeit. Ach, schade, die Spikes gehen noch nicht weit genug. Wladimir bei dir. Und Darionella. Darius bei dir. Ich laufe Ich mal hier laufe lang. hier rein, ich laufe hier rein. Wir können hier auf jeden Fall 2v2. Und GG. GG. Ah, okay, doch Ah, nicht. shit. Dann erstmal der Pulios. Ich würde trotzdem reingehen, glaube ich, oder? Nur als ob ich weggehe. Ist klar. Über die Knospe, doch, doch, doch. Oh, wen haben wir hier noch? Den Genie Boy. Den würde ich Der eigentlich. ist geslowt! Oh, komm! Jetzt habe ich. Sauber. Wo ist jetzt der Rest des Teams? Oh Gott. Wie wir drin. Oh, wir zwirbeln noch. Alter. Fuck! Ging noch, ging noch. Dafür, Ja, dass wir nur es zu war so. zweit Ich waren. hätte fast noch mehr kriegen können, schade. War aber geil, wir waren gegen 5. Und Jhin war mein Villain, deshalb der True Damage kam raus. Ich hätte ja auch noch at least Darius ultien können. 22, 16, die sind aber nicht schlecht drauf. Mein schönes, spannendes Game. Baut Oh. man denn? Ach, hier steht, deswegen steht hier noch Titanic, ja. Ich Das wird finde ein es. übelster Baust du Hybrid. denn diesen. Dieses Item, wo ich die 14.000 Leben mitgeschafft habe? Weißt du? Gargoyles. Weil das ist ja die Todeskombination. Wenn du Gargoyles zündest, hast du ja bei Titanic heftigsten Schaden. Ja, plus geht das Scaling auch mit hoch dann? Also wenn du Gargoyle zündest, hast du automatisch auch das Doppelte an Skalierung bei der Ult. Oh, das weiß ich nicht. Würde eigentlich für die Zeit Sinn machen. Allerdings hast du ja, wenn du Gargoyles zündest, ich glaube 60% Damage Reduction. Also, dass du selber 60% weniger Schaden machst. Dann wird das, glaube ich, dadurch schon wieder ausgeglichen. Es wäre aber interessant zu sehen, was da so eine Titanic Hydra. 2000 Schaden Titanic Hydra proc oder so. Der Drache schmilzt, ey. Okay, dann hole ich mir hier die beiden. Ho, 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 ho. Ihr wollt hier wirklich. Ah, okay, sie wissen, dass ich komme. Fangen sie mich ab. Ist sogar ein schöner Drake, bin ich ein bisschen schneller. Jetzt gucken wir mal. Wir haben Dragon consumed. Eins. Ach, Mike, hier. Jetzt der übelste Lifehack für uns als YouTuber. Und er wird dir sicherlich auch das ein oder andere Mal irgendwie helfen. Jetzt bin ich gespannt. Zum Beispiel, also ich habe mir ja jetzt das Auto gekauft und da muss was dran gemacht werden. Und das ist ja so ein Auto, gut, da kann man ja gut dran schrauben. Und irgendwann kam mir die Idee, ich frage doch einfach mal in der Community nach, ob jemand hier in Hannover und der Umgebung Autoschrauber kennt. Und was denkst du, wie viele Leute sich melden, Alter? Ja, ist es so? Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel, ja, weiß nicht, du willst ja, Nur im sagst ja auch, PC. vielleicht kannst du dir irgend, also wenn du irgendwann ein Auto kaufen willst und du sagst einfach, hey Leute, wer von euch kennt sich denn, ist vielleicht so ein, kennt sich privat, oder kennt einen Autohändler privat, wo man vertrauen kann, in Köln und der Umgebung. Bin mir sicher, da wird dir jemand schreiben. Und dann werden sie auch noch, weil sie dir, wenn du vielleicht sogar zufällig dann jemanden triffst, der wirklich selber mit Autos handelt und der dann sagt, ja, komm, Mike, dann ich organisiere dir das Auto zum Einkaufspreis, weil du bist ja ein cooler Dude und so. Wirklich, das ist der Ultra-Lifehack für uns, die einfach, wo viele Leute an. Also die Reichweite ausnutzen. Ja, ich habe das ja, bei Instagram dann halt, ne, immer eine kleine Story, wenn ich was brauche. Total gut, ey. Das Right. macht einfach richtig Spaß, so diese. Ich finde es gerade so krass, dass ich einfach immer noch in der. Also, dass man so leicht noch ist, jemanden zu one-shotten. Wie ist mit Vamox? Generell hätte ich wahrscheinlich das Tank-Jungle-Item bauen sollen für mehr Leben. Ich will jetzt gerade so viele Leben haben. Ah ja, na klar.
Was bringt denn noch? Ich brauche jetzt einfach einen Vamox. Nee, Titanix. Nice! Einfach GG, Alter! Der Thrash, Junge, oh, der jedes Titanic Mal, wenn er mit unterwegs ist, den Hook trifft. Ulti, was steht hier? 500, 600, 700, 800 True Damage ungefähr. Und das direkt. Einfach mal. Das direkt, ja. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass die Co-Ulti noch genervt wird. Eventuell muss man ihn jetzt halt vielleicht so als Geheimtipp dann einfach die ganze Zeit spielen, bis er tatsächlich genervt wird. Ja, Todes-OP ist er ja nicht, aber... Hat man Cho'Gath schon mal so richtig in der LCS dominant gesehen? Ich glaube nicht, ne. Also, es gab eine Zeit lang Midlane Cho'Gath. Auch Faker hat mal Midlane Cho'Gath gespielt. Ich bin da, Varus, bleib am Ball. Ulti Level 3, Boys. Ulti Level 3. Das sind jetzt 1000 True Damage Instant. Und wie viele Leben hast du schon allein durch die Stacks? 4000 jetzt. 4300. Aber durch die Stacks? Wo steht denn das? Muss. Geht das? Kann man das nicht hier? Ah, hier 1600 durch die Stacks. Wo steht das? Ach, da, okay. Genau, bei deinem, wo du die 10 hast. 10 Stacks, meine Auto-Attacks machen. Überleg mal, 9%. Alter, du hast 2 Vamox einfach aus dem Kit sozusagen rausgeholt. Und da ist ja noch nicht Schluss, das wird ja noch mehr. Ja, ich muss sagen, es läuft aber auch gerade. Ich habe schon viele Champions essen können, 5 Stück. Du kannst immer noch aus dem Jungle, epische Monster, sowieso glaube ich Infinite. Das ist doch ein bisschen... Das ist halt wieder Darius. Dieses Late-Game-OP, wenn man ihm die Zeit gibt, also ab Minute 30 nicht mehr zu stoppen. Stell dir vor, Vega, ja gut, da hast du die ultimative Late Game kommt, ne? Vega Mitte, Nasus Top, Cho'Gath Jungle, GG. Ab Minute 30 muss man halt, ich glaube für ein Ranked ist das eine sehr gute Kombination. Es sei denn, man damals konnte Sion auch noch stacken, der Arm. Stimmt, da war was. What? Die Auto-Attacks! Nice. Das Fresschen kam. So, ich bin dabei. Ah! Verdammt! Er war mein Villain, den. Oh ja, jetzt ist er zerzählt. Okay, egal. Alter, Darius, was hat der für ein Bild? Standard Darius-Bild. Ich hätte nur zwei mit deiner alleine hätte ich ihn killen können. Er ist halt ziemlich weit hinten im Vergleich zu dir und generell auch, ne? Ja, ich bin Level 16. Ey, das ist meine Titanic. Das ist ein richtig komischer Bild, ey. Alles wirr gebaut. Jetzt kommt zum Schluss noch das Vamox. Eigentlich passt es, bis auf vielleicht das Jungler-Item. Genau. Liandris zum Beispiel finde ich auch mega geil gerade. Was brauche ich denn jetzt noch? Realize? Die Auto-Attacks slow doch sowieso schon. Abyssal Musk wahrscheinlich. Also, und bumm! Wird hier sogar unter Offensiv. Wie lange LOL, wie geil Titanic ist, what? Wie viel? Okay. Guck dich das an. LOL, der Lee wollte kicken und ich habe ihn fett gesilenced. Burnel Drake nehmen wir schnell mit für einen Stack. Okay. Ich würde mir gerne den Ginny Boy holen. Wird wahrscheinlich nicht möglich sein, hier ist bestimmt gewardet. So riesig. Oh mein Gott, ist meine Enen Auto-Attack reset? Kann gut sein. Hier, warte, am Blue Buff. Ich teste das jetzt. Ich mache einen Auto-Attack und danach direkt die E. Anstelle. Ist der Grom? Ja. Was? Hast du es gesehen? Ja. Das war ein Auto-Attack reset. Ja. Und Titanic Hydra auch noch, hättest du auch noch, ne? What? Oh Gott, Leute. Das ist der Fell des Todes. Leider habe ich nichts getroffen. Na, Darius? Der Ärmste, ey. Jetzt wird er hier noch erwischt. Geh ich nochmal rein jetzt. Wenn ich schon Alte Belly. Hier auch ein bisschen. Okay. Ja. War da Titanic schon drin?
Ich glaube, der war jetzt ja nicht drin. Ach, scheiße, Junge. Das wurde ja an Garen auch gebufft. Guck mal, Mike, ich war fast tot. Guck dir mal an, wie viele Leben ich schon wieder habe. Block it. Nice. Wie viele Leben hast du? Ach so, die Heal, die Heilung. Bam. Und den auch noch weggefischt, den Jungen. Ja, die Heilung, die wurde auch noch mal extrem... Wenn das unter 50% Leben, dann heilt er sich... Ich komme nicht drauf klar, dass das ein Auto-Attack reset ist. 16% der maximalen Leben alle 4 Sekunden. Das ist schon hart. Ah, doch, Garen gefällt mir. Alter, ich hab 5000 Leben. Kannst du dir noch den Helm gönnen? Welchen Helm? Nicht den Helm, sondern dieses, was deine Leben verdoppelt. Ja, gut, meinst du, ne? Ja. Ich will ein bisschen Mask, glaube ich, passt noch gut. Gott, Alter, wie du gleich bluten wirst, Jin. Bleib mal hier. Wie lange hält das jetzt hier? Ach so, nee, nur in Duration hier takes. Das wirkt gerade ehrlich gesagt sehr OP, also. Lächerlich stark. Meine Ulti macht wie viel Schaden? 6. Oh, warte, guck dir das mal Vladimir an. Das war okay. Ich hatte gerade nichts parat. Schade. Sollte eigentlich nicht okay sein. Ja, nice. Hey, diese Ulti ist doch eine schöne Kombo. Ich da einmal reinkomme. So wie jetzt. Astarios ist mein Villain. Das heißt, der ist technisch gegen beiden Gegnern der stärkste. Nein. Ach, das Game schon wieder vorbei, oder was? Guck mal jetzt. Zack. Zack, zack. 3 Auto-Attacks innerhalb von 0,5 Sekunden, Leute. Läuft bei dir. So, Darius ist tatsächlich der... Ah ne, jetzt Azir. Okay. Kann ich es mir kaufen? Ich kann es mir kaufen. Bleib doch da stehen, Mike. Miesen Chakos! Zu dritt würden wir die schaffen, glaube ich, alle. Mit dem richtigen Fokus. Alter, die sind schon so low! Ach komm schon, ey. So, Darius theoretisch der Villain, dann zwiebeln wir den weg. Und den Jin zwiebeln wir doch auch weg! Was steht denn da so dumm rum? Bumm! Kann ich auch noch. Ah, schade. Jeder CC verhauen. Oh, ich habe fast 5000 Gold. Dann gehen wir mal. Dass mir das erst jetzt auffällt mit dem Auto-Attack Reset. Das ist doch so wichtig zu sagen. Das ist so ein krasser Buff. Ja, und das ist das Ding. Jetzt kommt gegen Chozu, wie der es schreibt. Da kommst du einfach nicht mehr an. Also kann man einfach nicht. Es geht nicht. Ein bisschen Mask. Jetzt habe ich die Resistenz und noch einen Trank. Nehmen wir mal den, der mir Leben bringt. Gut. Alright, who wanna die? Meine E-Fähigkeit macht pro Auto-Attack 10,5% plus noch 50% Slow plus Auto-Attack Reset plus 140 Schaden nochmal so oben drauf plus mein Base-Damage oben drauf. Und meine Ulti macht 1200 True Damage mit einem Knopf. Und ich wiederhole, damit ist ja noch nicht Ende. Ja, ihr habt mich einmal getroffen. Feels good, right? Feels good? Ja, hier ist er. Und er ist weg. Ja. Oh man, das ist awesome. Was ging jetzt an der Tür weg? Kann das sein? Oh, da muss ich dranbleiben. Oh, shitty! Papi riskiert einfach deutlich. Ah, ich sehe, du bist auch deep. Richtig, wir sind too deep, Alter. Ja, Randwins jetzt noch als letztes, dann ist fertig. Ah, ich will auch dafür, dass wir das Game so langsam beenden. Kann ich gleich okay, guck abholen, dir das jetzt mal hier an, wenn hier jetzt jemand reinläuft. Ich habe keine Ulti, aber brauche ich auch nicht. Hast du gecheckt, ob die da gewardet haben?
Ich glaube, ich habe hier gerade gesweepert. Egal, ich gehe jetzt einfach rein, ganz ehrlich, ich bin Joe. Alter, 6000 Leben, ey. Ja, ist klar, Alter! Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde Cho'Gath so sogar spielen mit diesem Storm Raider Surge, heißt das, glaube ich, ne? Wo du so schneller bist, wenn den Gegner 30% der Leben wegzwirbelst. Die Ulti ist gleich da. Jo! Junge, ich dachte, das wird jetzt der Penta, ey. Ach du Scheiße! Weißt du, was ich meine? Als Keystone Mastery? Welche? Dass ich 5% mehr Leben habe? Nee, dass du schneller läufst, wenn du 30% der Leben wegfetzt. Ah, Storm Raider, das kann ich mir super vorstellen. Wäre ich auch voll dafür. Weil ein Auto-Attack, du hast das. So, ich muss mein Jungle-Item verändern. Zack. So, ich kann mich jetzt auf 15.000 Leben aktivieren. Gehört? Ja, ich hab's gehört. Geil. Würde ich eigentlich gerne nochmal sehen, aber das Ding ist wohl schon gelaufen. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Okay. Ach so, nee, du kannst aber nicht aktivieren. Du musst ja in der Nähe, musst du ja Dings haben, Gegner. Wait, what? Du kannst es ja nicht einfach so pauschal aktivieren, weil sonst. Warum? Wenn ich es jetzt einsetze, guck mal, wie groß ich bin. Wird nicht funktionieren. Weil du brauchst. Doch, du brauchst, ich hab jetzt 11.000. Ja, aber du kannst ja mehr haben. Du hast jetzt 60% erhöht, du kannst aber um 100 erhöhen, wenn du drei Gegner oder so in der Nähe hast. Los, funktioniert das okay? Ja, ja, genau. Man lernt immer was dazu, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So. Fazit, neuer Cho'Gath ist geil. Garen auch nochmal ein bisschen stärker. Schaut bei meinem Bruder vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Fleißig abonnieren und so, supporten. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke Warte fürs noch, Zuschauen. Damage-Graphen ganz kurz, das gucken wir uns okay, mal an. Okay, gucken wir noch den Damage-Graphen. You're right. Okay. Ja, ist auf jeden Fall am meisten. Ja, Tank Cho'Gath hat nicht ganz so viel gemacht. Läuft. Alles klar, Freunde. Macht's gut, wir sind raus. Peace out. Ciao, ciao.